Wenn man es weiß, ist es natürlich jetzt nahezu offensichtlich, dass es... Ich bin überladen. Da ist dann einfach... Ja. Wenn es dann einen verschlossenen Raum gibt, in den man nicht reinkommt, ist dann klar, dass dann irgendwo eine geheime Tür Seid sein muss. Wie gerüst. Was einem dann eben normalerweise vorher nicht unbedingt klar ist. Ich habe schon wieder nicht identifiziert. Aber das ist bei dem Ring auch nicht so dramatisch. Den schleppe ich einfach mit wieder. Ich will einfach nur wissen, was der macht, damit ich ihn teurer verkaufen kann. Das ist ja das Einzige. Angriffswert und Energie. Nö. Nö, 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 nö. Kettenhandschuhe. Moment. Ah, okay, das sind Kettenhandschuhe. Sowas zum Beispiel könnte man... Ja, nee. Da würde ich dann doch lieber so metallene Armschienen oder sowas nehmen. Aber die findet man ja noch nicht. Das ist eben so ein kleines Problem an der Sache. Okay, hier war ich noch nicht drin. Ah, ja, okay. Ja, hier sind vier Fässer. Aber da ist auch nichts drin. Also wieder mal ein Weg völlig umsonst gelaufen. Naja. Kommt auch mal vor. So, jetzt muss ich mal kurz warten wegen meiner Ausdauer. Und dann können wir auch schon auf Level 3 runter marschieren. Gut. Ach nee, oben war der Ausgang, ja. Hätte ich ja beinahe vertüdelt irgendwie. Wie auch immer. Okay, dann... Ah, der Ausgang ganz unten. Oder die Treppe. Ich glaube, diesmal schummel ich mir meinen Ausgang dahin. Oder, Moment. Nee, es gibt ein Portal, genau. Es gibt ein Portal, was ich nutzen kann. Das, müsste zumindest eins geben. Weil das ist ja schon die letzte Mission. Ich habe nur noch nicht mehr den Gegenstand verzaubern lassen. Genau. Das ist die einzige Sache, die Mission vom Dings abhält. So, ein Level wäre jetzt nochmal schön, bevor ich auf einen Gegner treffe. Da ist die Ausdauer ja nicht so entscheidend. Da wäre eher interessant, dass ich hier nochmal... dass ich hier nochmal meinen Doppelangriff irgendwie aufwerte. Ich meine, noch bin ich nicht in der Situation, dass ich gegen wie heißt sie? Adariel. Ich war mit A doch schon gar nicht schlecht. Ich könnte noch einen Levelaufstieg vertragen. Muss man tatsächlich so sagen. Dann würde ich meinen Doppelangriff nochmal aufwerten. Und dann damit... Ja, ich kann es ja eigentlich machen. Ich weiß auch wie. So, jetzt kann man mal hier... Ich glaube nicht, dass es hier eine geheime Kammer gibt. Aber man kann es ja natürlich mal abklopfen. Aber anscheinend nicht. Gut, dann... Die ersten Skelettgegner und sie fallen gleich unter meinem Elektroschock, den ich ausgesendet habe. Sehr amüsant. Okay, ein Elektroschock, das Skelett.
Alles klar, eine Sekunde. Ich hätte noch einen größeren Trank als den hier. Und wenn ich die schon benutze, dann bitte auf 4. Dann bitte auf 4. So. Dann kann ich die auch noch runtersortieren. Dann beschwert sich da am Ende keiner. Einen muss ich sowieso trinken, mindestens. Wenn nicht, noch mehr. So, gut. Stadtportal, leichter Mana-Trank. Kieferknochenhut. Ja, genau so einen Kram brauche ich nochmal. Am besten jetzt so einen guten. Ich glaube, das war ein normaler. Mal guck mal an, noch einen Ring. Lauter so Kleinigkeiten, die man noch brauchen kann. Da drüben waren Gold. In einem Raum, der wahrscheinlich wieder verschlossen ist. Also wenn man es weiß, dann ist es wirklich einfach. Dann ist es wirklich einfach. Ja gut, ich stand eben genau vor der Tür und durch die Tür kann man... Kommt das Ganze, also durch die Tür kommt das Ganze im Sichtbereich. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das stimmt schon. Ich bin überladen. Bleibt ein Weilchen und hör zu. So, Akara, jetzt. Guten Tag. Heulen, Axtbeherrschung und Schwertbeherrschung. Aber es bringt mir ja nichts in dem Sinne. Schaden an Untoten, Angriffsfeld gegen Untote. Klingt fast genauso wie der, nur dass es ein bisschen schwächer ist. Gut, die ganzen Pfeile und Bolzen brauche ich eh nicht. Halbiert die Dauer der Erstarrung. Nee. Das wollte ich auch verkaufen. Ungesehen. Ah. Okay. Wow. Gerade habe ich 10.000 auf dem Konto. Also bei mir. Die werden dann noch schön eingezahlt. Nee, eingezahlt. Gut, und was ich jetzt noch machen wollte, war... hier ins Schwarzmoor. Ich hoffe, dass ich hier nochmal irgendwo so eine Gruppe von Viechern finde. Mir geht es gar nicht darum, irgendwie Geld zu machen, sondern dass ich nochmal ein Level aufsteige. Für... Da muss ich mal kontrollieren, ob das hier trotzdem noch die Erfahrung steigt. Ja, sie steigt noch. Gibt es für die wirklich nur 10? Oder 9? Ja. Auf jeden Fall nicht ganz so viel, aber ich habe ein Lager von denen gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Natürlich sind die jetzt alle viel zu schwach. Tja. Sind alle viel zu schwach für den Kram. So dass ich da kaum Erfahrung rausbekomme, ist schon eigentlich gut gemacht. Das ist wirklich. Ja, und in der Zwischenzeit, wo ich hier den ganzen Kram einsammeln kann, meine Kollegin da die ganzen Sachen. Zerlegen. Kriege ich auch Erfahrung für. So, wie sieht's denn aus? 206.000. Aber ich brauche ja mehr. Ich brauche ja viel mehr. Da würde ich fast sagen,
Äußeres Kloster, da war ich ja jetzt noch nicht seit meinem Wiedereinstieg. Da müssten hier ja wieder... blöd. Doch nichts mit meinem schönen Plan. Das Einzige, was es mir gebracht hat, ist ein bisschen Geld. Guten Abend. Und ein Minimum an Erfahrung. Plus 3 zur Schwertbeherrschung und zweifach gesockelt. Verbesserte Verteidigung. Tja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn die anderen Dinge besser sind. Du bleibst da. Dafür kann ich ja nichts. Naja, gut. Und dass ich jetzt auch nicht trainieren kann, ist ein bisschen ärgerlich. Ich meine, ich könnte dieselbe Ebene nochmal mir praktisch spielbar machen, indem ich aus dem Spiel rausgehe und wieder rein. Und dann würde ich eben alle Gegner nochmal besiegen und dann nochmal die Erfahrung dafür bekommen. Ist die Frage, aber ich denke mal, wenn ich hier wieder, na, da ist sie, das habe ich am Schatten schon erkannt diesmal. Also die Tür war nicht ganz so gut versteckt. Genauso schlecht eigentlich wie die, wo der Geist durchzusehen war. Also wenn ein Gegner dahinter ist, also ein Geist dahinter ist, dann macht's wirklich, muss man wirklich einfach nur so lange drum rumgehen, bis man den irgendwo an der Mauer stehen sieht. Weil dann leuchtet er ja durch die Mauer durch. Naja. Schön. So, gucken wir mal jetzt drauf und wir sind schon bei 207.000 und wir kriegen auch irgendwas um die 100 Erfahrung pro Gegner, der hier ich kann nicht liegt. Noch mehr tragen. Da gehst du wirklich nur einmal runter. Schön und, euch zu sehen. Echt total. Der Orden heißt euch willkommen. Aber dann findet man Außerteile, die einfach 8 Plätze belegen. Das ist wirklich... Wenn 8 Plätze weg sind, dann sind sie weg. Da kann man normalerweise 2 Gegenstände oder 8 Tränke drauflegen. Das ist, ja, simplere Mathematik gibt's gar nicht. Man könnte auch, weiß ich nicht, 4 Messer drauflegen zum Beispiel. Lauter so ein Kram eben. Gut. Wie wäre es, wenn ich weiter hier entlang latsche? Moment. Hier liegt Gold. Aha. Da sind lange Gesichter, die mich umbringen wollen. Da kann ich aber entgegenwirken. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Ah, da habe ich schon die Treppe zum nächsten Stockwerk ausfindig gemacht. Die können wir auch nochmal aufmachen. Guck mal, ein einsames Skelett bewacht diesen Raum. Und er ist voller... Ich bin überladen. Gegenstände. Was soll ich da sagen? Moment. Ich beinahe schon wieder... Guten Abend. ...durchgelaufen, ohne die Dinge zu kontrollieren. Ja. So. Maximaler Schaden an Untoten.
Angriffswert gegen Untote, naja.